ich habe die Ehre und Freude, die Laudatio zu halten für die beste Schauspielerin in diesem Jahr. Und ich freue mich wirklich außerordentlich, weil es auch ein ganz persönliches Anliegen ist, diese Schauspielerin zu ehren und herauszustellen, was sie so besonders macht. Und Sie werden in meiner kleinen Rede auch verstehen, warum das so ist. In der Figur, die sie spielt, überzeugt sie durch ihre Präsenz, durch ihre Genauigkeit, manchmal sogar durch ihre Zurückhaltung, wie sie diese Figur gestaltet und wie sie die Nöte, die Suche dieses Charakters erzählt, dieser Figur eine ganz eigene Emotion vermittelt und mitgibt. Ich versuche das noch ein bisschen genauer zu erklären für die, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben. Und ich würde mich freuen, wenn ich am Ende gesagt habe, wer gewonnen hat und in welchem Film die Schauspielerin gespielt hat, dass sie dann diesen Film suchen. Den gibt es mittlerweile schon auf DVD in der Mediathek. Und wenn sie vielleicht auch die anderen Filme der Schauspielerin suchen, sich anschauen, da sind wirklich einige ganz hervorragende darunter. Ich würde Sie aber auf eine kleine Reise mitnehmen, 10 Jahre davor, vor heute ungefähr. Die Schauspielerin ist ungefähr Mitte 25 und auf der Suche nach diesem Schauspielerberuf, der wirklich schwer ist, besonders ist, nicht leicht zu fassen und vor allem, es ist sehr schwer, sich in diesem Beruf nicht selber zu verlieren. Und diese Schauspielerin ist auch ein ganz besonderer Mensch, die ihre eigene Kraft hat, ihre eigene Sicht auf die Dinge und sie sich vielleicht auch nicht verbiegen wollte, nicht so einfach nach Schema F Schauspielerin werden wollte. Und vor 10 Jahren, da war sie nicht bei einer Agentur. Sie hatte noch fast gar nichts gedreht. Wenn man in diesem Beruf will, dann ist es am besten auf eine staatliche Schauspielschule zu gehen. Sie hatte gerade die Privatschule abgebrochen. Also noch gar keine Karriere in diesen Schauspielerberuf hinein, aber sie brannte dafür und sie wollte das unbedingt und hatte trotzdem auch eine Skepsis dem gegenüber. Und zu diesem Zeitpunkt, vor ungefähr 10 Jahren, suchte ich für einen Film von mir eine Schauspielerin, genau diesen Typus, die dieses Brennen für den Beruf hat und trotzdem aber eine Zurückhaltung, eine Skepsis dem gegenüber. Und ich fand dann ein Video, ein Tape von einem Theaterauftritt in einem großen Theater in einer großen Stadt und sie hatte früher im Theaterjugendclub dieses Theaters gespielt und auf einmal fand sie sich in einer Gastrolle auf diesem Theater in dieser großen Bühne wieder und um sie herum die professionellen Schauspieler und eigentlich ist es überhaupt nicht gut für Film, so ein Videotape vom Theater zu nehmen, weil dann wird alles zu groß und zu direkt und nicht echt genug und so war es auch mit den professionellen Schauspielern um sie herum, die ein bisschen rampensaumäßig sich in den Vordergrund spielten und sie stand da und ich sah dieses Video und wusste, diese Schauspielerin, die muss ich für meinen Film bekommen, die ist so besonders, die bleibt bei sich und jetzt schneiden wir Schnitt in den Film von heute. Sie gibt trotzdem alles von sich in diese Figur hinein und in diesem Film gibt sie diesem Charakter ein großes Momentum von Sehnsucht, ein großes Momentum von Melancholie und trotzdem bleibt sie gleichzeitig ganz stark bei sich. Sie überfrachtet uns also nicht mit Emotionen oder großem Talent, Artistik. Nein, sie nimmt sich sogar manchmal zurück, sodass wir als Zuschauer die Möglichkeit haben, unsere eigenen Gedanken zu haben. Wer ist es? Warum ist sie so? Was hat es mit mir zu tun? An wen erinnert mich das? Und ich finde, diese Art von Schauspiel ist sehr modern und sehr heutig und zeigt auch, dass sich Schauspiel auch verändert, dass es im Fluss ist und nicht alle Regeln so bleiben, wie sie sind. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich, nicht, dass ich jetzt heule, vor 10 Jahren diese Schauspielerin entdecken durfte, ist falsch, weil sie hat sich selber entdeckt und in meinem Film konnte sie auch gar nicht so gut sein, wie in diesem Film, für den sie heute ausgezeichnet wird, weil hier hatte sie auch eine Regisseurin, die sie erkannt hat, die ihr die Möglichkeiten gegeben hat, zu glänzen, diese Figur zu werden. Und ich freue mich sehr, Lana, dich auszeichnen zu dürfen. Stellvertretend, die Jury hat ein wahres, gutes Urteil gefällt. Lana Cooper für Hard Hard Beat. Applaus.
sorry, Ihren Kultusminister muss ich ja nicht groß vorstellen. Schön, dass Sie da sind. Möchten Sie? Oder? Die andere Option war. Ich stelle ein, zwei Fragen und wir bauen das da irgendwie ein. Okay. Die Regisseurin Luise Brinkmann hat ja mal gesagt, also sie musste sich rechtfertigen für ihren Film. Sondern immer fällt mir ein vor das Mikro kommen wegen dem Ton, entschuldige. Und zwar sei ihr vorgeworfen worden, sie sei eine Feministin, die Männer kämen so schlecht weg in ihrem Film. Sie sagt, hallo, also ich bin eine Regisseurin, ich wollte immer eine weibliche Hauptfigur in meinem Film haben. Was sagt denn die weibliche Hauptfigur dazu? Muss man Mitleid haben mit den Männern? Kommen die so schlecht weg? Ja, ich finde ja nicht, eine ist natürlich nicht viel. Also ich finde gar nicht, dass sie schlecht wegkommen. Sie sehen gut aus. Ist ja das Gold bekommt Kerstin. Thomas ist wahrscheinlich, hat auch Spaß in Thailand oder so. Ja. Und also, ja. Waren da noch mehr? Und die ganzen Dates, glaube ich, denen geht's auch gut. Ja, ich finde, so schlimm war es auch nicht. Also ich wäre auf die Idee auch nicht gekommen. Also ich finde auch die Bezeichnung Feministin ist eigentlich ein Kompliment. Dinge abzubrechen. Sie sind schnell gelangweilt, haben Sie auch selber mal zugegeben. Ein bisschen inkonsequent manchmal, also ob das die Schauspielschule ist oder auch Sportarten. Was vermag Sie denn nachhaltig zu fesseln über eine längere Zeit? Wenig. Nachhaltig, also wo bleibe ich dran sozusagen? Mhm. Ich glaube, da muss ich schon echt sehr brennen dafür. Oder manchmal verliere ich auch was und dann kommt es wieder, so wie das Gitarrespielen. Das habe ich mal mit 15 gemacht und dann kam es wieder. Und jetzt macht es auch wieder Spaß. Aber Film, also ich schreibe ja auch Drehbücher und versuche die irgendwie unterzubekommen, auch als Regisseurin. Da bleibe ich sehr lange dran, aber irgendwann tut es auch weh. Also irgendwann bin ich sehr gelangweilt von meinem eigenen Stoff, leider. Also passiert dann immer. Das ist ja super, Drehbücher schreiben, aber es ist sicher nicht ganz leicht, die dann entsprechend auch zu platzieren und umgesetzt zu bekommen. Wenn ich jetzt die nächste Frage stelle, dann würgen Sie mich, dann sagen Sie, hätte ich doch lieber die kurze Dankansprache gehalten. Und zwar, ja, gibt es diesen schönen Begriff deutsches Mumblecore, ja? Da werden Sie ja auch dazu gerechnet. Können Sie etwas anfangen? Zum Gericht, oder? Nee. Das klingt wie Scrambled Eggs oder so. Lassen wir es mal aus. Nee, ich weiß ja, was ich davon halte, oder? Mögen Sie solche Schubladen wahrscheinlich ja eher nicht? Fühlen Sie sich da irgendwie gut aufgehoben? Mit ich weiß nicht, also echt, das ist ein bisschen nah dran. Okay, danke. Mumblecore wird jetzt so die Berliner Impro-Szene bezeichnet, ne? Das, oder? Luise, sag mal. Ja, so im weitesten Sinne. Ah, okay. Der Film ist aus Köln. Aber wenn das jetzt so, also ich glaube, Impro-Film ist einfach Impro-Film. Und dann, wenn da irgendjemand das Bedürfnis hatte, dem so einen Titel zu geben, dann finde ich das irgendwie komisch, aber also es ist ja eigentlich Impro. Das kann man dann auch Impro nennen. Weiß nicht, woher das Mumblecore kommt. Wo kommt das Hardcore-Wort her? Aus Amerika. Ja, das ist Amerika. Okay. Das klingt ein bisschen geiler als Impro wahrscheinlich. Ja, also für die hat beides was, aber Sie haben es auf jeden Fall geschafft. Und dürfen auch die Bühne schon wieder verlassen. Hier müssen noch keine Fragen mehr beantworten. Dürfen jetzt feiern gehen, gleich jedenfalls. Wir haben noch zwei Kategorien und danach geht es richtig los. Ich bedanke mich. Ja, habe ich auch vor. Herr Pital, vielen Dank. Und ich komme aus Song. Schön, dass Sie da sind. Danke. Soll ich dann mal kommen oder geht das so? Weil ich habe so voll Glück in Neunkirchen, weil das letzte Mal habe ich hier so einen Putzfilm gedreht mit der Una und in der Drehpause war ich in der Dandelhalle und habe 4 Euro da reingeschmissen in so ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, was das war, und habe 200 Euro gewonnen. Ja, für den Einsatz für 4 Euro und diesmal komme ich her und hab so einen tollen Preis gewonnen. Das wollte ich jetzt nochmal zu Neunkirchen machen.